Anastasia, Band 3, Raum der Liebe, Kapitel 22, über die Anastasia Zentren. Anastasia, in einigen Städten Russlands und neuerdings auch im Ausland entstehen Zentren, die deinen Namen tragen. Als Beispiel würde ich dir gern einen Brief vorlesen. Meine Tochter Polina bekommt viele Briefe dieser Art. Einige beantwortet sie selbst, andere schickt sie mir. Aber auch ich weiß nicht immer, was ich zurückschreiben soll. Es gibt Leute, die diese Zentren den Sekten zurechnen. Doch nun zu dem Brief. Es würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Ich las ihr einen Brief vor, den Polina an mich weitergeleitet hatte. Liebe Polina, mein Name ist Valery Anatoljewitsch Karasjow. Ich bin Ihr Mitstreiter am Schulzentrum für ökologisches Schaffen, genannt Anastasia. Unser Zentrum ist recht neu. Es wurde am 4. Dezember 1997 gegründet und befindet sich noch in seiner Aufbauphase. Die Gründung ist dem Buch Ihres Vaters zu verdanken und wir sind ihm alle sehr dankbar dafür, dass er es geschrieben hat. Anastasia ist wie ein Lichtstrahl im Reich der Finsternis. Sie vereinigt die Kräfte der Erwachsenen und Kinder, die ihre schöpferischen Fähigkeiten noch nicht verloren haben, denen ihre Würde und ihre Ideale viel bedeuten und die daran glauben, dass das Glück Russlands in der Kraft unserer Hände und unserer Visionen liegt. Wir verstehen, wie stark die Mächte der Finsternis es auf sie abgesehen haben und bemühen uns nach besten Kräften, ihr zu helfen. In unserem Zentrum arbeiten Lehrer, Schüler und Eltern zusammen. Durch Vorträge an Schulen stellen wir Kinder und Eltern Anastasia und ihre Gedanken vor. Als Informationsmaterial dienen uns dabei Zeitschriftenartikel über Anastasia sowie natürlich die Bücher ihres Vaters, die wir bei solchen Gelegenheiten auch vertreiben. Ferner sammeln wir wissenschaftliche Artikel, die die Fähigkeiten Anastasias erklären. Die Hauptschwierigkeit bei dieser Arbeit liegt in der Trägheit des menschlichen Bewusstseins, die nicht leicht zu überwinden ist. Deshalb arbeiten wir einfach ruhig und beharrlich weiter. Wir haben aber schon interessante Entdeckungen gemacht. So haben wir zum Beispiel erkannt, dass man die Leser anhand ihrer Reaktionen auf das Buch in verschiedene Gruppen einteilen kann. Ein Teil der Menschen sieht das Ganze als schönes Märchen an. Andere schließen sich nach dem ersten Durchlesen sofort unserer Arbeitsgruppe an. Und ein paar wenige verbreiten die Ansicht, wir seien eine Sekte. Für diese Meinung haben wir nur ein müdes Lächeln übrig und möchten dazu bemerken, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Wichtigste für uns ist, dass Anastasia uns hier auf dem Lande zusammengeführt hat und darüber sind wir sehr froh. Wir leben in der gleichen Gegend, wo einst M.E. Kalinin geboren wurde und wo die blühende Werchnoz-Trotzki solch hohe Millionenerträge erwirtschaftete. Jetzt aber ist die landwirtschaftliche Produktion fast zum Erliegen gekommen und die zuständigen Behörden kümmern sich nicht um die Bedürfnisse der Menschen hier. Anastasia aber hat uns neue Hoffnung geschenkt. In unserer ländlichen Schulgemeinde, die wir nach M.I. Kalinin benannt haben, entstand auch unser Projekt Raduga, Regenbogen, Anmerkung des Übersetzers. Sein Ziel ist die Erarbeitung und praktische Umsetzung der schöpferischen Umgestaltung unserer Heimat, die Erziehung und Ausbildung der heranwachsenden Generation, die Schaffung der Grundlage für eine rein ökologische Landwirtschaft. Ein Ziel des Projekts Raduga ist die Bildung eines Jugendvereins namens RUS, alter Name für Russland. RUS wiederum
wird aufgegliedert sein in den slawischen Kulturverein LADA, Bund, und in den ökologisch-wirtschaftlichen Komplex ROT, Stamm, Familie. Sehen Sie nur, was unser Kontakt mit Anastasia alles hervorgebracht hat. Mögen die Ungläubigen in ihrem Unglauben schmoren. Wir werden weiter an unserem Projekt arbeiten, ganz egal, wie unrealistisch das anderen erscheinen mag. Unser Ziel ist, dass sich die Jugend ihrer schöpferischen Kraft bewusst wird. Ein weiteres Vorhaben von Raduga ist die Heimatforschung. Das Studium der alten Geschichte unseres Heimatlandes sowie des Lebens und der Kultur unserer slawischen Ahnen. Unweit der Ortschaft Verchnaja Troisa lag einst die Stadt Medved. Heute wissen wir praktisch nichts mehr von dieser Stadt und auch bauliche Überreste hat man nicht gefunden. An den Ufern des Flusses Medvedica befinden sich Hünengräber. Haben einige von ihnen vielleicht eine ähnliche Bedeutung wie die Dolmen in der Nähe von Gelenčik. Wo fand die Schlacht der Armeen von Medved mit den Tataren statt? Solche Informationen wären sehr wichtig für uns, denn wir wollen nicht, dass diese Ereignisse in Vergessenheit geraten. Was immer wir an Ruinen noch finden, werden wir, so gut es geht, zu restaurieren und zu erhalten versuchen, und sollten es nur Fragmente sein. Dies ist unser Anliegen, und wir möchten Sie, liebe Polina, bitten, Anastasia über unser Vorhaben zu unterrichten. Im Frühling werden wir eine Baumschule für die Zucht von Zedernsetzlingen errichten. Dieses Projekt kann einzig und allein dank eines wunderbaren Geschenks des Försters Georgi Schaposchnikow verwirklicht werden. Unser Kindertheater, das von der Sibirierin Tatjana Jakovlevna Saonegina geleitet wird, plant eine Aufführung nach dem Stoff des Buches Anastasia. Die Kinder sind von dieser Idee alle hellauf begeistert. Sehr gern würden wir Verbindung aufnehmen mit anderen Zentren und Vereinigungen, die dank Anastasias Erscheinen entstanden ist. Mögen ihre göttlichen Strahlen des Lichts die Zentren in ganz Russland miteinander verbinden. Ein gegenseitiger Austausch, und sei er auch nur schriftlich, wird unsere Kraft vermehren und uns helfen, schneller die richtigen Antworten zu finden. Unsere Adresse: 171.622 Tverskaya Oblast, Kalininski Rajon, Postkolok, Vernaja Troisa, Shokla Imeni, M.I. Kalinina, Zentrum Anastasia. Das nachfolgende Gedicht von unserer Schule ist all denen gewidmet, die an Anastasia glauben. Höret, Brüder, diesen Erlass, um das Geschick der Welt zu drehen, der Katastrophe zu entgehen, Anastasia beizustehen, die Welt glücklicher zu machen, lasset um 6 Uhr uns erwachen. Die Arme strecken zu den Fernen, am Himmelszelt leuchtenden Sternen, wie wir sie streckten, wohl vertraut, zur Mutter einst, später zur Braut, und lasst uns lächeln seliglich. O Liebste, komm, umarme mich, Mutter Natur, an Liebe reich, erwidert unser Lächeln gleich, sei mir gegrüßt, Mutter Natur, ich wollt dir heute danken nur, dass uns hier zu Ahnenzeiten geboren hast solche wackere Recken, wie es sie nie gab in den Weiten, die sich durch unser All erstrecken. O Slawin, liebes Schwesterlein, lange erwarteten wir dich, dein Strahl hat endlich uns erreicht, dein Ukas sei jetzt unsere Pflicht. Hört, Brüder, auf ihr Geheiß, wie's steht im Buche, schwarz auf weiß, lasset eröffnen uns das Feuer, von 6 Uhr früh bis 17:15 Uhr, im Dunkeln, wenn's noch nicht geheuer.
Tun wir es nicht, ist's unsere Schmach, denn schließlich ist es unsere Pflicht, der Tigerschwester beizustehen, schon für des Kindes Wohlergehen. Niemals lassen wir sie im Stich. Valeri, Offizier der russischen Flotte. Viel Erfolg und alles Gute, Polina. Wir würden uns sehr freuen, über Neuigkeiten informiert zu werden, die Anastasia betreffen. Die herzlichsten Grüße an Sie und Ihren Vater und ein frohes neues Jahr. Nun, Anastasia, was sagst du zu diesem Brief? Wie schön sind doch die Regungen der menschlichen Seele. Das ist aber weder mein Verdienst noch deiner, Wladimir. Es ist allein die Kraft und die Schönheit der Seele. Deshalb sollte ihr Zentrum nicht meinen Namen tragen, sondern einen von ihren Namen. Ich wuchs in der Wiege des Schöpfers auf. Sie aber machten Höllenqualen durch und haben sie überstanden. Entbehrungen, Versuchungen, Bedrohungen und Elend. All das haben sie jahrelang erduldet, ohne sich vom Guten abzuwenden. Sie waren stärker als diejenigen, die sich hinter Steinmauern vor der Welt verkrochen haben. Sie sind eine wahre Bereicherung für die Welt, und daher sollten die Zentren nach ihnen benannt werden. Wenn sie alle meinen Namen tragen, wird ein Personenkult entstehen, und das darf nicht sein, denn ein Personenkult führt den Menschen von der Hauptsache weg, von sich selbst. Na, das wird ein schönes Durcheinander geben. In Moskau werden wir vielleicht ein Zentrum Solznev haben, in Gelenschik ein Zentrum Larinova. Außerdem gibt es noch eine internationale geistige Akademie mit dem Namen Anastasia. Woran sollen denn die Menschen erkennen, was hinter den Vereinigungen steht, wenn wir den Namen abschaffen? Die Menschen haben doch auch Intuition. Und der Name ist ganz sicher nicht die Hauptsache. An den Taten sollen die Menschen sich orientieren. Dir fällt aber auch immer wieder was Neues ein. Nun ja, originell bist du. Das muss man dir lassen. Damit gibst du den Leuten aber auch viel zu denken. Das Zusammensein mit dir ist eine ständige Herausforderung an den Verstand. Das werden jetzt auch andere zu spüren bekommen. Eine kleine Denkpause zwischendurch wäre gar nicht schlecht zur Erholung. Nun gut, lassen wir das. Wir wollen uns lieber mit konkreten Fragen der Leser befassen, zum Beispiel mit der Frage zu den Hünengräbern am Fluss Medvedica. Die Hünengräber sollten unberührt bleiben. Sie haben ihren Zweck erfüllt und dort sind Menschen zur Welt gekommen, die als erste die wichtigste Frage gestellt haben. Welche Frage? Denke mal darüber nach, Wladimir. Doch so viel möchte ich dir sagen. Bitte hilf den Gleichgesinnten zueinander zu finden. Veröffentliche ihre Adressen in deinem nächsten Buch. Mögen sie mit ihren lichtstrahlengleichen Briefen einander die Herzen erwärmen. Der Petersburger Dichter Korotynski schrieb dir vor einiger Zeit: Die Liebe strahlt von Herz zu Herz wie ein feines, göttliches Band. Erheb die Seele aus dem Staub, erquick sie mit himmlischem Trank. Verstehe, ich habe ja selbst schon darüber nachgedacht, die Briefe und die Gedichte der Leser zu veröffentlichen, in einem gesonderten Band, denn mir ist klar, dass sie etwas Besonderes, etwas Erhabenes sind. Und das Moskauer Zentrum könnte den Lesern helfen, miteinander in Kontakt zu kommen. Ich glaube, meine Tochter Polina könnte dabei mitmachen. Sie hat sich bereits sehr gewissenhaft um die Briefe gekümmert. Wäre es nicht toll, wenn künftig auch Menschen aus ganz verschiedenen Nationen auf diese Art zueinander finden? Wenn sie zusammenpassen, könnten sie Freunde werden oder heiraten, geschäftlich kooperieren oder zusammen in den Urlaub fahren. Großartig! Ich werde auf jeden Fall diesen Sonderband herausgeben. Und weißt du was?
Bei uns in den Zeitungen gibt es eine Sparte, Kontaktanzeigen. Viele suchen auf diese Weise einen Lebenspartner. Dabei geben sie ihre Größe an, ihr Alter, die Augenfarbe und so weiter. Und die Leser können sich dann jemand auswählen. Fast wie auf dem Viehmarkt ist das. Besser wäre es doch, wenn sich die Menschen auf der Ebene der Seele begegnen und einander helfen würden. Da gebe ich dir recht. Die seelischen Bande der Liebe und der Freundschaft sind fester und tiefer. Allerdings, da gäbe es noch ein Problem. Ein Problem? Was für eins?